Guten Abend, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sowohl hier im analogen als auch im digitalen Raum. Herzlich willkommen, Matthias Politiki. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Abschied von Deutschland soll heute im Mittelpunkt stehen. Und ich hatte gerade schon angedeutet, es geht um Reisen. Also das ist ein wichtiger Teil, glaube ich, deiner Biografie. Reisen bedeutet Ankommen, aber es bedeutet auch Abschied nehmen. Und vielleicht die erste Frage, mein Abschied von Deutschland, ist der Abschied schwer gefallen? Ja, er ist schwer gefallen. Ich bin auf all meinen Reisen, war der wichtigste Tag der Tag der Heimkehr. Wenn man nicht glücklich nach Hause kehrt, lebt man verkehrt. Und eigentlich, darüber habe ich nie nachgedacht. Es fiel mir schwer, in der Corona-Zeit dann plötzlich nur noch in Deutschland zu sein und zum ersten Mal in meinem Leben nonstop die deutschen Debatten mitverfolgen zu müssen und auch den Ton, in dem sie geführt werden. Und da habe ich gemerkt, dass ich keine Lust mehr an der Sprache hatte und am Denken, am Unterhalten und letztlich an meinem Beruf. Und da musste ich Konsequenzen ziehen, aber die sind teuer erkauft. Meine Lebenssituation war in Hamburg eigentlich perfekt, mit der Agentur in der Nähe, der Presseagentur ums Eck, dem Verlag, den vielen Freunden, und dann nochmal zu sagen, ich muss da raus. Andererseits, das Überschreiten einer Grenze bringt einen auch wieder zurück. Das heißt, eine Rückkehr nach Deutschland ist nicht ausgeschlossen? Naja, ich bin ja, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, dauernd in Deutschland. Ich wollte eigentlich das Thema loswerden und mir von der Seele schreiben, aber ich habe so viele Reaktionen darauf gekriegt, Einladungen und auch, und auch meine Freunde sind ja weiterhin, die meisten jedenfalls, in Deutschland und mein Leben. Also natürlich, ich habe nie gesagt, dass ich ins Exil gegangen bin oder dass es eine Flucht ist. Das haben die Medien manchmal so draus gemacht. Nein, ich habe nur eine auch sehr bescheidene Grenze gebraucht. Von Wien aus, aber das weiß man vielleicht auch von Augsburg aus und von München aus, sieht Deutschland anders aus als von Berlin oder Hamburg. Das liegt auch schon an unserer Tonlage. Je südlicher es wird, umso konjunktivischer. Also umso mehr Möglichkeiten, das ist ja nicht nur Möglichkeiten im rein im Irreales, sondern das sind ja durchaus argumentative Möglichkeiten, die plötzlich auch ein anderes Denken ermöglichen. Also es wird, finde ich, reicher. Ich habe gemerkt, als ich in Hamburg ankam vor 25 Jahren, hat mich oft wurde ich gar nicht verstanden. Also was ich schon oft erzählt habe, ich war beim Metzger gestanden und habe gesagt, ich hätte gern 100 Gramm von der Salami. Und dann hat der mich nicht verarschen wollen. Der hat gesagt, was denn, wollen Sie oder wollen Sie nicht? Das war ihm nicht geläufig. Dann habe ich eben gefragt, meine Bekannten dort, wie sagt ihr denn, wenn ihr Salami wollt? Dann haben die gesagt, ich bekomme 100 Gramm Salami. Und habe ich mir gedacht, naja, wenn du jetzt so in München zum Metzger gehen würdest, dann würde die schon erstmal sagen, das schauen wir mal. Also das sind Modulationen, die scheinbar nur sprachlicher Art sind, aber die durchaus was mit unserem Umgang miteinander und letztlich auch mit unserem Gedankenreichtum zu tun haben. Und das wird natürlich in Wien nochmal durch diese ganze Raffinesse, kriegt nochmal einen Dreh. Umso lieber kehre ich in das klare Nördliche in Deutschland auch wieder zurück. Also ich glaube, in dem Moment, wo man mal draußen ist, sieht man auch, was man aufgegeben hat und freut sich über jede Gelegenheit, auch das wieder reinzuholen. Aber was können die Österreicher besser als wir? Und vor allen Dingen, ist Wien Österreich? Das ist vielleicht so der erste Teil der Frage. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, du hast es angesprochen, in der Art, wie du auch sprichst, auch in der Art, über was du sprichst, also haben wir verlernt zu plaudern? Ist das vielleicht etwas, was die Österreicher besser können? Und dieser Plauderton, der ja so ein bisschen auf diese Salonkultur, Kaffeehauskultur ja widerspiegelt, und steckt in diesem Plauderton vielleicht auch sogar ein ethisches Moment, weil man sich nicht so harte Zuschreibungen vornimmt. Also in Österreich höre ich öfters jetzt in den Nachrichten, wenn wieder irgendwelche Gesetzesvorlagen dann vielleicht halt auf einen Kompromiss hinauslaufen, der keinen natürlich befriedigt, das sei ja eben ja doch wieder mal nur typischerweise eine österreichische Lösung. Das ist eine Standardwendung, jedenfalls im Ö1. Und ich habe öfters mal drüber nachgedacht und bringe jetzt auch gleich meine jüngste Erfahrung vom PEN-Kongress. Das fehlt uns.
in vielen Debatten. Ich merke, gerade das war eben auch in der Corona-Zeit so, dass die Unerbittlichkeit der Positionsverteidigung, die auch mit Empörungslust betrieben wird, immer auf eine Ausgrenzung, Abgrenzung und letztlich Abspaltung hinausläuft, bis in meinen weiteren Bekanntenkreis hinein zumindest. Das heißt, wir haben verlernt, eine produktive Streitkultur zu praktizieren. Also das Niveau unserer Streitkultur ist gewaltig runtergegangen. Es ist Empörungskultur geworden, die sehr schnell funktioniert. Übrigens will ich mich nicht ausnehmen. Ich bin auch oft viel zu schnell schon bereit, anhand eines einzelnen Signalwortes zu denken, der steht in der Ecke oder in jener Ecke. Und da ich in keiner Ecke stehen will, wehre ich mich viel zu schnell gegen all diese Signale, die aber heutzutage fast schon zur Pflicht eines jeden intellektuellen Diskurses geworden sind. Also man gibt die Schlüsselvokabeln sozusagen wie so ein Untergrundrauschen immer wieder mal dazu, um allen zu versichern, dass man in derselben Blase sozusagen diskutiert. Und das alleine schon grenzt viele aus, weil diese Art der selbstreferenziellen Debattenkultur, die dringt ja gar nicht an die Inhalte oft vorher. Aber woran liegt das? Also gibt es eine Diagnose, woran das liegt? Oder anders noch gesprochen, wie können wir das ändern? Also ich glaube, wir leben in einer Zeit des zunehmenden Egoismus, der Selbstbefreiung. Das ist auch zunächst mal gut, dass das Individuum auch und mit ihm die Untergruppen einer Gesellschaft ihre Stimme bekommen. Ich begrüße das alles. Also bitte nicht missverstehen. Das ist richtig, die Entwicklung. Sie hat nur inzwischen auch auf inhaltlicher Ebene hier einen Punkt überschritten, dass jeder in dem Moment, wo er ist, egal, ob es jetzt triviales Beispiel in der Ruhezone im ICE ist, glaubt, die Regeln gelten halt ausnahmsweise nicht für ihn und sich dann aufregt, wenn er wiederum von anderen zurechtgewiesen wird. Das kann man ja immer wieder beobachten. Also es ist so etwas wie Gemeinsinn verloren gegangen über weite Teile. Man ist bestrebt darin, die eigene Agenda voranzubringen und auch in den Debatten. Und ein Ausweg? Die österreichische Lösung. Ja, ich glaube, der Ausweg ist, lange Formate, lange Gesprächsformate suchen, auch mit den eigenen Freunden. Es fängt ja immer bei einem selbst an. Wie gesagt, ich bin Teil des Problems. Ich habe erkannt, auch ich werde ein unleidiger, schnell mit Vorurteilen um mich werfender Mensch, der auch viele brüskiert hat mit seinen scheinbaren Erkenntnissen. Und das alleine schon hat mich in einen anderen Modus gebracht. Und natürlich haben wir den auch mit Freunden, aber wir müssen ihn, glaube ich, auch gerade mal finden. Also ich habe das mal erlebt, ich hatte in Sachsen, da war eine Tagung und wir sind anschließend in eine Kneipe. Und klar, und da waren eben sofort erkennbar die Rechten drin. Ja? Und die haben auch sofort erkannt, da kommt jetzt aber einer an den Tresen, das ist keiner von uns. Und haben auch Stellung schon auf. Und dann in dem Moment eben nicht die Spaltung noch vertiefen, sondern zu sagen, Leute, wir wollen alle ein Bier trinken. Lasst uns die Gelegenheit nützen, bis der gezapft hat, was habt ihr jetzt eigentlich von vornherein gegen mich in dieser. Und dann waren die plötzlich ganz nett geradezu. Aber woher kommt dieser Rückfall in, wie du sagst, selbstverschuldete Unmündigkeit? Also suchen wir vielleicht auch nach Orientierung in der Sprache? Ist das ja vielleicht der Preis, den wir auch durch die Globalisierung zahlen, dass wir in der Sprache Ankerpunkte suchen, um jetzt auch unsere Identität da zu manifestieren? Und sind wir unbeweglich dadurch geworden? Also der Diskurs, der im Moment angeboten wird, ist ja sehr simpel. Ne? Ich suche mir irgendeine Gruppe, der auch ich angehöre, mit diesen und jenen Eigenschaften, und dann fühle ich mich gleich wohler. Ich denke, das ist eines Denkers unwürdig, sondern das besteht ja gerade darin, der Reiz, dort sich aufzuhalten, wo man zwischen diesen ganzen Positionen vermitteln kann, sie auch in ihren äußeren Radien eigentlich aufnehmen kann und zu etwas Eigenem verarbeiten kann. Das ist ja der Selbstdenker. Und das ist eben
gar nicht so en vogue, sondern ich muss heutzutage ein Lager beziehen. Das ist auch in jeder Diskussion, in der ich bin, also normalerweise jedenfalls, hätte ich sofort mal klar gemacht, Leute, ich stehe da und da, ich bin ein klassischer Linker. Also das ist heute notwendig geworden, damit auf jeden Fall Verdachtsmomente, die in die Gegenrichtung schnell mal geäußert werden, ausgeräumt werden. Das ist auch bislang gut gegangen und im Übrigen, mir geht es auch gut. Ich selber habe kein Problem. Ich kenne das Problem aber bei Kollegen. Und wir müssen inzwischen jeden Text 3 oder 5 Mal gegenlesen lassen, auch gerade bei Interviews, weil eben Halbsätze machen heutzutage das Rennen. Aber diesen Prozess des Haltung-Findens, den du gerade angesprochen hast, liegt es vielleicht auch daran, dass wir vielleicht immer noch einen Haltungsbegriff im Kopf haben, der sehr stark mit der Gesinnung, mit der Ideologie in Zusammenhang steht. Du hast auch mal diesen Begriff der klaren Kante benutzt, also dass es eigentlich immer darum geht, Haltung zu zeigen, bedeutet klar zu sagen, was ist oder was nicht ist. Und dieser Prozess des Haltungfindens, dass der dann im Grunde genommen nicht mehr abgebildet wird, in dem, wie ich mich dann positioniere. Ist das vielleicht ein Problem, dass dieser Findungsprozess, also dieses historische und kulturelle Gewordensein, nicht mehr abgebildet wird? Oder ich mir den auch nicht mehr bewusst mache vielleicht? Also wir sind sicherlich in unserer hypermedialen Welt restlos überfordert, uns über alles Rechenschaft abzulegen und Haltung zu finden. Man ist fast angewiesen auf gute Freunde. Also ich glaube inzwischen am meisten jemanden, der sagt, ich war in dem Land, ich habe das gesehen und ich sage dir, es ist so und so. Das ist mir fast lieber als eine lange Abhandlung auf Seite 3 eines überregionalen Mediums. Es ist verrückt geworden, aber es steht und fällt mit der Bereitschaft, die Komplexität als Wert zu erkennen. Du hast auch mal gesagt, der Ort des Schriftstellers, ich würde jetzt eher sagen, der Ort des Denkers oder des Intellektuellen ist im Raum dazwischen und hast die Metapher des wilden Denkens dafür auch benutzt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen und anders noch mal gefragt, ist nicht auch die Gefahr dieses Dazwischen, dass man haltungslos wird oder wie kann man dem entgegen? Also wie passen Haltung und Diversität zusammen? Ja, zunächst mal strebt man sicherlich eine feste Haltung an, aber das ist eben noch nicht die Kür, finde ich. Also klar, ich bin froh über jeden Menschen, der eine hat und das ist auf keinen Fall jetzt erstmal was Schlechtes. Ich denke nur, gerade wir Deutschen, mir fällt es immer wieder auch an mir auf, wir neigen dann dazu, auch dogmatisch zu werden. Das ist schon in England. Also gerade die Zeit zum Beispiel in London habe ich gelernt, wie oft ich als Deutscher meine englischen Gesprächspartner beleidigt habe durch meine Haltung und auch durch die Art und Weise, wie ich sie ausgedrückt habe. Und dasselbe übrigens jetzt auch rückblickend merke ich an Berlinern oder Hanseaten, die nach München kommen oder nach Wien kommen und allein durch die Art und Weise, wie sie dort auch auf ganz einfachem alltäglichen Terrain das, was sie wollen oder vertreten, eben auch formulieren, wie sie Leute unnötig verprellen. Ja? Unnötig. Das zeigt, dass jeder Wert auch vielleicht bis zu einer gewissen Befüllung gut ist und dann wird es zu viel des Ganzen, so wie eben Moralrigorismus oder auch auf, da gibt es ja viele Werte, die man sofort, also Michael Kohlhaas-mäßig ins Extrem übertreibt und dann ja, vom Schicksal eines Besseren belehrt wird. Dieses Menschliche, allzu Menschliche, was dann wieder abdämpfend wirkt, das ist natürlich bei jedem vom Temperament abhängig, auf einem anderen Niveau anzusiedeln. Aber zu versuchen, durch solche Erfahrungen eine Relativität in seine Haltung zu bringen, schafft auch schon die allererste Möglichkeit, mit einem Gesprächspartner Schnittmengen zu suchen. Du sprichst ja auch von einer vertikalen Zensur und einer horizontalen Zensur, also die Vertikale, die wir in unserer Gesellschaft nicht haben, die also vom Staat quasi aufdoktriniert wird, und der horizontalen Zensur, die aus der Gesellschaft herauskommt durch Rederegeln und so weiter. Und sagst, dass das im Grunde genommen eigentlich das viel
oder ja, auf jeden Fall das mindestens genauso gefährliche Moment ist, weil man den eigenen moralischen Standpunkt dann zum Maß aller Dinge macht. Ja, das sind und, ja. Ach so, Entschuldige. Ja, genau, gerne dazu was, aber dann trotzdem die Nachfrage: Warum kann man dir diesen Vorwurf nicht machen? Also in der Verweigerung zum Beispiel die Neurechtschreibung anzunehmen, in der Verweigerung das Gender-Sternchen anzunehmen und sowas. Also geht es tatsächlich darum, oder drückt Sprache auch immer einen moralischen Standpunkt aus, oder gibt es andere Mittel und Wege? Also zunächst mal aus meiner Warte, ich liebe Sie. Genauso wie sie gewachsen ist über hunderte von Jahren mit all ihren Untiefen und Fallstricken und von mir aus auch Plattitüden und aber auch gefährlichen Abgründen. Ich liebe sie und ich lebe von ihr und für sie. Ich brauche sie. Ich brauche sie in ihrer Gänze. Ich kann sie mir nicht an gewissen Teilen sozusagen wegnehmen lassen. Dann funktioniert der Fluss. Ich komme eigentlich von der Musik. Ja, ich höre sie beim Schreiben. Ich brauche einen gewissen Rhythmus. Und den kann ich zum Beispiel nicht durch Gendern kaputt machen. Dann sagen immer alle, naja, das musst du natürlich in Romanen auch nicht tun. Ja, aber so funktioniert Sprache nicht. Ich lebe von der Alltagssprache. Ich bin keiner, der am Schreibtisch schreibt. Ich gehe raus, ich habe mein Notizbuch immer dabei, ich schnappe Sätze auf, die am Tresen fallen oder in anderen Ländern oder im Bus oder was auch immer. Und das ist ein reicher Schatz, der mir da im Freihaus geliefert wird. Ich frage dann oft, Mensch, kann ich das haben? Bis jetzt hat noch keiner Nein gesagt. Und das ist die Authentizität auch von Dialogen, dass man nicht irgendwie sich durch Sitzfleisch die Sache, das merkt man sofort bei Text, das merke ich bei Thomas Mann, das merke ich bei, ach, schieß mich tot. Das ist furchtbar eigentlich. Solche Texte, die sind auch beim Lesen, die haben nicht den Sog, aber man merkt sofort andere, die da rangehen, Hemingway und so weiter, das stimmt einfach, das ist aus dem Leben heraus und deswegen auch aus dieser Sprache, da kann ich keine Abstriche machen. Was ich tun kann, ist, ich habe mich mit den Positionen auseinandergesetzt, ich habe die Texte zum Teil gelesen und ich bin ja ständig in solchen Debatten und Diskussionen. Ich teile viele dieser Standpunkte inhaltlich, absolut. Selbstverständlich müssen wir für eine echte Gleichberechtigung von Frauen sorgen. Aber ich meine, das war für mich, das habe ich schon als Schüler von den 68ern beigebracht bekommen. Das ist für mich selbstverständlich, dafür einzutreten. Ich kenne auch nur solche Frauen. Mit allen anderen macht es auch keinen Spaß, ja, die so denken. Das sind diese starken Frauen, die wir schon als Schüler sozusagen als Bild vermittelt bekommen, bis hin natürlich, aber das ist dann ja auch schon fast wieder zu platt. Also eine gleiche Bezahlung versteht sich doch von selbst. Gendersterne verstehen sich nicht von selbst, weil sie das Problem scheinbar lösen. Und gerade im Gegenteil, auf Kosten einer Sache, und du sagst es, die Sprache unnötig ideologisiert. Das merkt man am ganzen Tonfall, wenn Texte so vorgetragen werden. Ich habe ganze Bücher so gelesen, manche Autoren werden gegen ihren Willen auch gegendert. Die leiden furchtbar. Inzwischen gibt es Prozesse, die geführt werden, weil das natürlich eine Urheberrechtsverletzung ist. Es ist eine ganz andere Vermittlung von Inhalten dadurch. Es mag in gewissen kurzen Sachtexten noch angehen. Ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn man jetzt hier sagt, liebe Studenten, liebe Studentinnen, aber wenn ich hier mit Genderschluckauf anfange, dann bin ich als Schriftsteller tot. Weil das ist ja nicht nur der eine Hicks, sondern pars pro toto. Damit, das ist kein Halten mehr. Und das kann ich nicht. Ich bin, wie gesagt, bereit auf der inhaltlichen Ebene fast zu allem, ja, aber die Sprache ist mir auch eine Verpflichtung und da rege ich mich manchmal dann noch so richtig typisch deutsch auf. Natürlich dient Wokes Denken einer Verbesserung der Welt und in vielen Punkten, wie gesagt, gebe ich ihm recht, aber auch Radfahren verbessert die Welt und auch die Umweltbilanz eines jeden Einzelnen und auch die Gesundheit. Aber nur weil wir Rad fahren, können wir doch nicht einfach, weil wir eine lautstarke Minderheit sind, beschließen, dass wir jetzt auch immer bei Rot fahren dürfen, weil wir Radfahrer sind. Es gibt nun mal eine Straßenverkehrsordnung. Auch wenn sie uns ärgert, dass da so viele Autos auch fahren und manchmal auch mehr Platz annehmen. Aber das geht nicht. Und eine Demokratie delegiert nun mal ihre
verschiedenen Lebensbereiche an Institutionen. Wir haben ein Strafgesetzbuch, wir haben eine Straßenverkehrsordnung und wir haben auch eine amtliche deutsche Rechtschreibung, die von einem internationalen Gremium überwacht wird. Da sind Wissenschaftler drin, da sind Schriftsteller drin aus allen Ländern, in denen Deutsch gesprochen wird, die sich jedes Jahr auch mit diesen Fragen beschäftigen und die ganz klar Empfehlungen abgeben. Und erst aufgrund dieser Empfehlung können Landesparlamente das beschließen. Das wird aber nicht mal von den Landesparlamenten oder von den Städten und schon gar nicht von den Universitäten beachtet. Das ist im Grunde eine völlige Missachtung unseres Demokratieverständnisses, dass eine Universität einfach beschließt, bei uns muss gegendert werden, zum Beispiel in Wien, und andere sagen, bei uns darf überhaupt nicht gegendert werden. In beiden Fällen gibt es Punktabzug. Oder auch Arbeitgeber, bei Siemens beispielsweise oder bei wem auch immer, da muss gegendert werden, gehen Sie in die Stadtwerke Tübingen oder so, dürfen Sie es nicht, da wird es verboten. In den Stadtverwaltungen in Hannover, wenn Sie nicht gendern, dann kriegen Sie eine Abmahnung als Beamter oder als städtischer Mitarbeiter. In anderen Städten andersrum. Ja, was ist das für eine Welt? Da maßt sich jeder an und da sind wir am Haltungszeigen und nicht am Haltungsfinden. Ja? Aber du hast auch mal gesagt, Haltung fordert auch eine neue Gangart der Sprache. Ist nicht das Beispiel Gendersternchen, ist das nicht ein Stolpersteinchen der Sprache? Gerade jemand wie du, der Sprache auch sehr viel Realitätssinn zutraut oder sehr viel Macht auch zutraut, ist es nicht dann so, dass die Sprache auch die Macht hat, die Welt zu verändern? Und wenn man die Haltung ändert, eben dann auch eine neue Sprache braucht? Oder was ist die Alternative? Also mir wäre wohler, wenn wir durch Gedanken die Welt verändern und durch Taten. Die Sprache kann Stolpersteine setzen und dagegen habe ich auch nichts bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich bin als Schriftsteller so ähnlich verpflichtet wie ein Handwerker, der einen Tisch baut. Der Tisch muss stehen. Wenn der Tisch praktisch neue Denkanstöße setzt, weil er kippt und Gläser immer runterrutschen, gut und schön, dann muss ich über die Idee des Tisches neu nachdenken, aber damit hat sich's dann auch. Ich komme nicht wirklich voran und für mich ist das einfach so, wie wenn jemand nebenan ständig Klavier übt und immer an der einen Stelle diesen falschen Ton spielt. Ich höre das, das tut mir weh. Wie gesagt, nicht die Inhalte tun mir weh, ich kämpfe für die Inhalte, aber ich brauche korrektes Deutsch, gerade weil dann ich als Schriftsteller die Regeln auch brauche, um sie zu verletzen. Ich möchte sie ja kreativ sozusagen auch bewegen. Ich bin also dem Gedanken ganz nah, nur nicht als volkserzieherische Maßnahme. Das ist einer Gesellschaft noch nie gut bekommen. Und auch in der deutschen Geschichte haben wir die Beispiele dafür. Und alle die dystopischen Romane, die ich jetzt wieder neu gelesen habe, also Orwell, Huxley und Ray Bradbury, die laufen genau auf diese Selbstzensur hinaus. Das ist ganz interessant, dass es im seltensten Fall klare, von oben nach unten strukturierte Zensurvorgaben sind, sondern es sind die Menschen selbst, die einander sich so beobachten und verpfeifen auch dann und in den Knast oder in die Folter auch bringen bei Huxley. Oder bei Ray Bradbury verpfeifen, dass jemand Bücher hat und so weiter. Es sind die Menschen selbst. Und das sehen wir jetzt auch gerade. Es sind immer wieder Menschen, die aufgrund solcher Sachen ihre mir durchaus in vielen Punkten sympathische Ideologie perpetuieren wollen, aber auf Kosten einer Verständlichkeit, die ganz viele verärgert und auch viele ausschließt. Ich sehe noch nicht die Lösung des Problems. Du hast den Gemeinsinn angesprochen. Wir haben auch schon zumindest am Rande mal über Kant gesprochen, auch immer wieder beziehst du ihn ja mit ein. Diese Idee der erweiterten Denkungsart, also die Möglichkeit oder die Idee quasi, die grundsätzliche Idee der Aufklärung, alle anderen möglichen Positionen auch mit einzubeziehen und sich quasi dadurch auch in die Andersartigkeit des anderen im Grunde zu imaginieren. Wäre das eine Möglichkeit, diesen Gemeinsinn wiederherzustellen? Und welche Rolle spielt dann dabei die Literatur und die Kunst? Bei mir fängt es schon vielleicht früher an, wir sollten aufhören, aufgrund dieser Position schon mal die Literaturgeschichte zu korrigieren. Also ich finde, Gemeinsinn beginnt für mich schon da, dass man das, was
frühere Generationen an schriftlichen Zeugnissen niedergelegt haben, für sich mal betrachtet, durchaus kritisch und mit einem Apparat, aber nicht eingreift und einfach bei den Neuübersetzungen gewisse Passagen streicht, weil man glaubt, damit beispielsweise bei der Dante-Übersetzung wurde Mohammed einfach rausgenommen, weil man glaubt, damit vielleicht Muslims zu beleidigen, oder dass man das N-Wort bei Joseph Conrad auch schon aus dem Titel streicht, also der Roman heißt jetzt in der Neuübersetzung Der Niemand von der Narzissus, und auf Englisch, also wirklich also titanikhaft geradezu, ist der Titel des Romans, jedenfalls in dieser Edition, The N-Word of the Narcissus, als Titel. Und da kippt das Ganze ja schon also in die Groteske um, was wir machen. Und jeder kennt tausend andere Beispiele, wie Bilder ja nicht unbedingt gleich abgehängt werden, aber umbenannt werden müssen, wie Stücke aus dem Kanon genommen werden, wie ganze Autoren auch in der Germanistik diskutiert werden, ob man sie noch ob man lehren soll. Und in Amerika ist es schon einen Schritt weiter. Da, wo die Demokraten sind, da fliegen gewisse Klassiker raus, also Tom Sawyer und Huckleberry Finn und schieß mich, also alles Mögliche wird aus den Schulbibliotheken und auch natürlich auch aus den Universitätsbibliotheken verbannt. Und stattdessen kommen die Woken Standardwerke rein. Da, wo die Republikaner am Drücker sind, fliegen diese Woken-Standardwerke der Jetztzeit raus und werden die Klassiker verteidigt. Also je nachdem, wo man wohnt, wird man, wenn man das wirklich eins zu eins durchzieht an dem Ort, einen völlig anderen Begriff der Kultur haben, die in dem Fall Amerika sozusagen aufgebaut haben. Und hier zerbricht ein gesellschaftliches Gespräch. Dann kann ich mich ja schon allein gar nicht mehr über das Thema, das war ja ursprünglich unverfänglich, ja, unsere literarischen, was sind deine Lieblingsautoren und was ist denn für dich die amerikanische Literatur und so weiter, weil gar keine Schnittmengen mehr da sind. Und das ist keineswegs übertrieben, sondern so ist das bereits. Und darauf laufen wir hinaus, denn es gibt natürlich auch schon bei uns die Gegenrichtung, und ich gebe zu, dass ich zu dir auch gehöre, dass ich eigentlich nur noch im modernen Antiquariat meine Bücher kaufe, weil ich will nicht diese zensierten Texte lesen müssen. Und ich will auch keine Texte, die mich entmündigen, indem sie mir vorab sagen, auf Seite 87 wird gerülpst und auf Seite 113 kommt es zum Geschlechtsverkehr. Was ist denn das für eine Vorstellung von Literatur? Ja, wenn ich vorher praktisch Warntafeln aufstelle, ich meine, das macht ja den Reiz aus der Sache aus, dass man nicht immer weiß, wann was passiert. Also warum soll ich überhaupt dann noch lesen, wenn mir bereits einer zusammenfasst, du kannst da schweren Schaden nehmen, wenn du ein Shakespeare-Drama liest oder weiß ich nicht, was ist es denn, Kleist vielleicht in der Germanistik? Oder wo wird denn besonders blutig, ja, wie auch immer. Oder ja, Kleist wäre doch allein schon wegen der Marquis von O. Da geht gar nicht, würde ich sagen, wenn man das ernst nimmt, Triggerwarnungen. Aber ist das nicht wirklich, also ist da nicht ein Intellektueller auch ein Zerrbild inzwischen, finde ich. Da beginnt es, also da Gemeinsinn besteht, wir brauchen überhaupt eine gemeinsame Sprache, das hatten wir ja eben schon, die brauchen wir wirklich unter allen Umständen. Ich muss mich auch mit den Typen, die ich vorhin genannt habe, in der sächsischen Kneipe, ich muss den Ton haben, ich muss so sprechen, dass die wirklich verstehen. Und ich will auch, dass ich die verstehe und dass wir sagen, okay, du bist ein Arsch, aber das Bier trinken wir jetzt. Wir diskutieren das zumindest bis zu einem gewissen Punkt auf einer vernünftigen Ebene aus. Und übrigens geht es gar nicht um Sex, das war zufällig in Sachsen, das ist nur für mich das Beispiel, das kann einem überall passieren, dass man auf Menschen trifft. Und wenn die Sprache den anderen sofort erbost, das gibt's ja, ja, dann sind da fliegen die Fetzen und dann geht es eben inhaltlich auch weiter. Da beginnt Gemeinsinn, wir müssen vielmehr wieder die Schnittmengen auch retten vor dem Zugriff einzelner Eiferer. Das ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch. Also auf der einen Seite sagst du, wir brauchen die gemeinsame Sprache, und auf der anderen Seite könnte man ja sagen, gerade die historische und kulturelle Kontextualisierung wäre vielleicht ein Ausweg, zu sagen, dass man eben Literatur, die nicht so ist nach unserem moralischen Impetus, den wir jetzt zugrunde liegen in der Gegenwart, dass wir sie trotzdem lesen, weil wir sie historisch kontextualisieren, weil wir sie kulturell kontextualisieren.
Aber wenn wir eine gemeinsame Sprache brauchen, dann würde das ja bedeuten, welche Sprache, da muss ich mich für eine Sprache entscheiden. Das ist für mich jetzt erstmal ein Widerspruch. Und könnte man nicht sagen, gut, dann muss ich auch in der Sprache vielleicht den Kompromiss machen und sagen, gut, vielleicht jeder, wie er will, hört sich jetzt natürlich ein bisschen lapidar an, aber dann könnte man sagen, gut, der eine hat diesen kulturellen Kontext und diesen Sprachkontext und dann akzeptiere ich, wie er spricht und ich spreche vielleicht auf diese Art und Weise. Aber das scheint kein Ausweg zu sein für dich. Also jeder, wie er will, ist bestimmt nicht der Ausweg. Das wäre ja so, also da glaube ich, würdest du mir zustimmen, bei den neuen Impfstoffen sagt ja auch nicht jeder, wie er will, entscheidet, ob der zugelassen wird oder nicht, sondern da gibt es halt auch Leute, die sich aufgrund ihres Berufslebens oder sonstiger Kompetenzen der Sache annehmen und okay, wir müssen nicht immer zustimmen, aber die entscheiden darüber und ich bin froh darüber, dass die Leute entscheiden oder dass der Schreiner darüber entscheidet, wie ein Tisch gebaut wird und auch wirklich steht und funktioniert. Da bin ich auch froh. Und genauso gibt es bei der Sprache eben auch Leute, die sich ein Leben lang damit beschäftigen. Das müssen nicht Schriftsteller sein, das sind dann ja, Sprachwissenschaftler oder andere. Ja, die haben nun mal einfach doch einen anderen Einblick als jemand, der einfach nur sagt, im generischen Maskulinum sind die Männer nur gemeint. Das ist einfach so absurd. Überhaupt, wer auf den Gedanken gekommen ist, ist ein genialer Schachzug, um die Kampagne voranzubringen. Aber mit Sprachkenntnis hat das nichts zu tun. Und im Übrigen, darum geht es auch der Position gar nicht. Ich glaube, die wissen auch, dass das falsch ist. Aber sie bringen das als Vorwand, um die Sache einfach durchzusetzen. Und so, finde ich, darf man nicht damit umgehen. Du hast vollkommen recht, es gibt verschiedene Sprachen, die wachsen historisch. Und ich meine, das Altdeutsche oder Neuhochdeutsch und was auch immer, das sind verschiedene Sprachschichten. Auch da müssen wir uns schon ganz plakativ in ein anderes Denken übrigens auch hineinsehen. Was hat da Ehre noch für die Ehre bei Hartmann von Aue oder das sich verliegen, ja, bei einer Frau? Das sind wichtige Worte, die wir gar nicht mehr so gebrauchen, aber wenn man sie dann sich in diese Sprachen einfühlt, dann kann man schon die Brisanz dieser Texte anders sehen. Und so finde ich, klar, sollten wir mit gewissen Sachen, die kontextualisieren, immer, also einen Rahmen drumherum machen, auch um Denkmäler, um meinethalben Bilder. Das sind ja oft dann nur Schlüsselvokabel. Ich glaube, in Kanada ist jetzt wieder eins, das ist, glaube ich, von einer Malerin, die wahnsinnig mit einem Indianerstamm verbandelt war. Und das heißt dann eben irgendwie die Hütten der so und so Indianer, das Wort Indianer. Deswegen darf das Bild in diesem Museum nicht mehr hängen. Ich finde, all das ist mal gut. Du sagst wahrscheinlich ein Aufmerksamwerden, aber das sind wir jetzt. Ich finde, jetzt muss man die Sachen auch zurückholen und kann daneben auch was hinschreiben. Das finde ich eh in den Museen interessant, wenn so gearbeitet wird, dass man dann einen kleinen Text über die Kunstwerke liest. Das muss ja nicht nur so eine Phrasendreschmaschine sein, dass da irgendwie die Farben so brillant sind oder so, sondern da kann man genau diese Dinge ansprechen und das ist Kultur und rettet eben diese Sachen für uns alle. Und das ist ja mein Anliegen, glaube ich, heute Abend auch. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, dass ich wieder diese Schnittmengen eigentlich mit potenziell jedem habe. Das war früher, wenn man den Tatort gesehen hat oder das Fußball-Endspiel oder das waren Schnittmengen, die waren verlässlich mit jedem zu haben. Inzwischen ist alles nicht mehr klar. Ich glaube, wir müssen aktiv Sachen zurückholen in unseren Diskurs.